Ja, willkommen zurück hier aus dem Cockpit der Boeing 777 hier. Und wir haben jetzt hier gerade unseren Descent begonnen. Genau. Hier auf 3000 Fuß und im Boss werden wir auf der Runway 33 Left landen. Jetzt geht's erstmal. Vierfache Geschwindigkeit ist reicht jetzt mal. So. Ist halt doch langsamer werden. Sehr schnell sollen wir noch sein. Kohas. Sollen wir 240 Knoten. Speedbricks heraus. Aber ein bisschen langsamer werden hier. So, jetzt geht's hier wieder schnell nach unten. Wir müssen auch deutlich weiter unten sein. 600 Fuß. Kriegen wir hin. Kein Problem. Wir machen trotzdem mal, glaube ich, einen Hold. Und zwar so. Kohas. Aber nur damit wir mal. Wobei, nee. Kein Hold. Stopp. Kein Hold. Das passt ja. Die Flaps schon noch mal weiter. Sind wir. Ich hätte deutlich weiter runter. Fuß, 500 Fuß, weiter runter. Ein Fuß, jetzt haben wir es gleich. Autobrakes habe ich schon mal auf 2 gemacht. Track required, okay. Speed passt auch. Machen wir mal doppelte Geschwindigkeit gleich. So, unser Approach Speed 63. Nimm die 70 Knoten, okay. Naja, gut, müssen wir aber nicht mal weiter sinken. So,
Landing Lights. Turn off Lights auch schon an. So, for a low seek, auch schon mal machen. Oh, der ist schon alive. Stopp, stopp, stopp. Deutlich langsamer werden. Flug kann man schon sehen. Vorne. Ja, da ist er ja. Das ist die Runway. Configure, genau, jetzt runter hier. Ich übernehme mal jetzt hier. Passt ja. So, komm mal hier rein. Die Free Free. Die Free Free Left. Oh, Long Landing. Runter. Gott. Was war denn das? Reverse ist ab. Jetzt rein. Manual Brakes. So, wir sind gelandet. Auch wenn die Landung jetzt nicht so sanft war. Schauen wir uns gleich an. So. Zu hoch. Gut, das war der erste Fehler. Ah, hier noch habe ich gehört, Mann, wie schön. Oh, es ging sogar. Es ging sogar. Das war eigentlich in Ordnung. Hätte noch ein bisschen abfangen können, dann aber. Hier der Sugar of Idle. Dann hier.
hier, wenn ich hier aufgesetzt wäre, wäre das echt noch gut gewesen. Dann wäre es auch noch in der Touchdown-Zone gewesen. Aber gut, so dann hier. Also, sie war in Ordnung, die Landung. Das ist echt schlimmer erwartet von. Aber in Ordnung. So. So, flips back in. Retracten. Auto brakes off. Genau. Autopilot disengage. So. Dann Landing Lights off. Runway Turn off und Taxi Lights on. So, jetzt müssen wir noch schauen, wo wir hier hin taxien, zu welchem Gate. Welches bietet sich an? Stimme ich da rechts oder direkt an das Terrain? Jetzt da gleich direkt links rein hier wieder. Jetzt sind wir zwar irgendwann zu weit vorne, aber ist egal. Engines off. Beacon light off. Logo light off. Strobe light off. Taxi light off. Wunderbar. Und dann stehen wir hier. Und dann war das doch ein sehr schöner Flug. Landung war nicht ganz optimal. War in Ordnung, aber. Ja, nicht in der Touchdown-Zone, ist ein bisschen schade. Ein bisschen früher aufsetzen können. Genau. Sonst hier nochmal im Flughafen. Über Wasser angeflogen und dann. Bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Flug gefallen. Flugwünsche, Anregungen, sonstiges, gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir wieder hier im Prepare 3D unterwegs sind. Bis dahin, haut rein.